Hallo meine Lieben, ich bin Marisa und ich habe heute eine neue Challenge für euch. Es handelt sich hierbei um die Nanny Challenge, die man auch gut ohne Erweiterungen oder sonstigen Packs spielen kann. Somit ist sie auch etwas für diejenigen unter euch, die keine oder nur wenige zusätzliche Inhalte für die Sims 4 haben. Los geht es mit den Vorbereitungen. Ihr erstellt eine junge erwachsene Nanny mit den Merkmalen romantisch, familienbewusst und Snob und kleidet sie ihrer Rolle entsprechend ein. Als Bestreben wählt ihr Serienromantikerin. Ihr fügt sie dann einer wohlhabenden Familie hinzu, welche aus einem Ehepaar plus Kindern besteht. Dann könnt ihr auch schon losspielen. Die Nanny bekommt in dem Haushalt ihr eigenes bescheidenes Zimmer, zum Beispiel im Keller oder auf dem Dachboden. Auf jeden Fall so, dass deutlich wird, dass sie kein gleichwertiges Familienmitglied ist, sondern eine Angestellte. Mit ihr werdet ihr nun hauptsächlich spielen. Ihre Aufgabe ist es, sich um den Haushalt und um die Kinder zu kümmern. Ihr dürft die anderen Sims nur spielen, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen oder um sie zum Beispiel zur Schule oder zur Arbeit zu schicken. Nicht aber, um eine Beziehung zur Nanny aufzubauen. Nur als Nanny dürft ihr mit anderen Sims interagieren. Es sei denn, sie kommen von sich aus auf euch zu. Nach dem Einzug wird die Hausherrin irgendwann schwanger. Der Beginn der Schwangerschaft ist für die Nanny der Startschuss, denn sie darf nun versuchen, sich an den Hausherrin heranzuschmeißen. Dies darf sie nur auf dem Wohngrundstück tun und solange die Hausherrin nicht in der Nähe ist. Es kann etwas tricky werden, den richtigen Moment für einen kleinen Flirt abzupassen, denn der Hausherr darf nicht einfach in einen leeren Raum gesteuert werden. Die Nanny muss vielmehr den richtigen Moment abpassen. Die Nanny soll mit dem Hausherrin die Liebestufe Liebende erreichen. Und sie soll sich mit allen Kindern der Familie anfreunden. Hat sie beide Ziele erreicht, kommt es zum Showdown. Die Hausherrin erfährt von der Affäre und der Hausherr wird vor die Wahl gestellt. Man bittet ihn darum, sich von seiner Ehefrau zu trennen. Entscheidet er sich gegen die Nanny, gilt die Challenge als gescheitert. Die Nanny muss den Haushalt verlassen und die Challenge wird in einem anderen Haushalt von vorne begonnen. Gewinnt sie aber das Herz des Hausherrin und er entscheidet sich für sie, verlässt die nun Ex-Ehefrau den Haushalt und zieht auf ein freies Grundstück. Die Nanny wird zur neuen Hausherrin und darf ihre Schürze endlich ablegen und sich anders kleiden. Als neue Hausherrin genießt sie ihren neu gewonnenen Luxus in vollen Zügen und stellt erst einmal ein paar Bedienstete ein. Während der Hausherr arbeiten ist, beginnt sie Affäre mit dem Personal und anderen wohlhabenden Sims und jubelt ihrem Mann zwei Babys von anderen Männern unter. Sollte eine Affäre auffliegen, muss die Nanny den Haushalt samt ihrer Kinder verlassen und muss in eine Bruchbude ziehen und sehen, wie sie ihre Kinder als Alleinerziehende über die Runden bringt. Sie startet in ihrer neuen Bleibe mit einem Haushaltsbudget von 50.000, damit sie wegen ihrer Kinder nicht ganz bei Null anfangen muss. Dies ist auch die einzige Stelle im Spiel, wo gecheatet werden darf. Die Nanny darf nicht mehr heiraten und bleibt als einziger erwachsener Sim im Haushalt. Wie ihr Leben wohl nach diesem sozialen Abstieg weitergehen mag? Erfüllt sie jedoch ihr Bestreben, ohne von ihrem Mann beim Fremdgehen erwischt zu werden, muss dieser auf ganz tragische Art und Weise aus dem Leben scheiden. Und die ehemalige Nanny lebt ihr Leben als nun reiche Witwe weiter. Damit endet auch die Challenge und gilt als erfolgreich abgeschlossen. Ich hoffe, euch gefällt auch diese Spielidee. Mir persönlich hat sie beim Spielen viel Spaß gemacht. Ich chill mich jetzt erstmal hin und kuriere meine Erkältung aus. Bis hoffentlich ganz bald, eure Marisa.